Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fear. Tja, wir sind jetzt hier in diesem Komplex angelangt und sind immer noch auf der Suche nach Alice und Harlan Waite. Naja, alles klar. Ich muss mich nur wieder ein bisschen steuerungsmäßig damit vertraut machen. Das ist schon etwas länger her, dass ich was gemacht habe. Okay, seht ihr? Na, sowas passiert dann. So. Diese ATC-Leutchen hier, die gehen mir ganz schön auf den Pisser. This way. Cover me. Ich glaube, wenn es so weitergeht. Erstmal Medikit wieder gefunden. Wenn es so weitergeht, wollte ich sagen, werde ich bald wieder auf die andere Shotgun zurückgreifen müssen. Da die automatische, wie gesagt, ziemlich wenig Muni hat. Was haben wir hier? Okay. Naja, Combat Shotgun, aber. Oh je. Penetrator, ein bisschen Rüstung ist gut. Und noch ein Medikit. So. Dann wollen wir mal weiter. Hier vielleicht lang. Wer ist denn da? Ist das da jemand? Nee. So hast du aus. Wir gehen erstmal hier. Obwohl. Nee, hier kommen wir nur wieder runter. Da kommen wir her. Deswegen hier lang. Ich glaube, ich höre da ich höre da etwas, was ich nicht gerne habe. Okay, die Tür geht nicht mal auf. Wahrscheinlich muss ich da auch vor mich. Ah, toll. Das sind keine Türen, das sind Fenster. Alles klar. Geh kaputt, verflucht. Das hat mir schon wieder viel zu viel Energie gekostet. Irgendwas rattert hier. Auto-Shotgun, ne? Links ein bisschen Munition. Gar nicht mal so wenig. Reflex-Booster. Okay. Der lag mal so auf dem Weg. It's gonna blow! Was habt ihr denn da wieder gemacht? Also wieder irgendwas in die Luft gesprengt. Oh, Scheiße. Ich weiß, dass es nicht lebendig ist und nicht sterben kann, aber ihr wisst, was ich meine. Volle Anzahl an Medikits. Das ist auch mal ein sicheres Gefühl wieder. So. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Der Stuhl. Gut. Wir sollten erstmal die Lampe wieder ein bisschen aufladen lassen. So. Oh shit. Ich schätze mal. Everybody take cover!
Schätze mal, hier geht's nicht weiter. Nichts versteckt hier. Schade, schade. Na gut, ein bisschen Rüstung. Blöden ATC, Leute. Wozu habt ihr uns angefordert? Nur um Paxton Vettel und seine Truppe zu eliminieren, schon klar. Aber wenn wir eure Kacke auch gleich mit aufdecken, das passt euch nicht, ja? What the fuck? He's over here. Ah, da oben. Drecksäcke. Who the f- oh, dieser Fettsack schon wieder. Ich habe jetzt nicht so gut verstanden, was der gesagt hat, nur let's finish what we came for oder so weiter. I need backup! Drecksäcke. Ah, und schon ist er wieder weg. So. Was habt ihr hier für mich? Combat Shotgun? Ja. Nicht meine Weapon of Choice, aber na gut. G2A2 Submachine Gun. Benutze ich alles nicht mehr. G2A2, ja, aber. Schön für dich. Ich glaube, ich stürme hier schon wieder viel zu hektisch rein. Ah, wieder Medikit zum Auffrischen. Sollten wir gleich mal wieder eins nehmen. Ach. Nö, nur eine Tastatur. Okay. Ah. Combat. Wie sieht's mit der anderen aus? 12 von 60. Na gut. Wir hatten ja mal wieder was gefunden. Und mit der gehe ich mal ein bisschen sparsamer um. Das ist Munition fürs Sturmgewehr. Okay, hier komme ich wieder zurück, alles klar. He's here! Get down! Oh. Nee. Submachine Gun. Gut. Auch keine Tür, hm? Nein, außerdem war ich da schon. Nichts Verstecktes, schade. So. Stay on your toes. Flashlight. Go see what it was. Genau. Okay. Go see what it was. He's over here. Was soll ich denn sagen, hä? Ach, verflucht. Es lief nicht so gut. Ach, shit. Ich hätte doch gleich schießen sollen. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber scheinbar ein Sturmgewehr.
mutiert zu. Ach. Die sperren mich hier ein, die Schweine. Na, geht gleich los. Checkpoint. Ah, hier, wegen der Leiter. Alles klar. Aber erstmal das Medikit reinsacken. Und mal anhören, was sie hier wieder zu sagen. Aha. In 10 Jahren hat schon jemand sehr viele Leute umgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob von Paxton, Vettel oder Alma die Rede war. Aber auf jeden Fall wurde das dem Projekt Origin dann der Stecker gezogen. So in etwa habe ich es jetzt verstanden. Ihr elenden Scheißkerle. Okay, kann ich nicht aufschießen. Aber die Minen muss ich, glaube ich, von hier aus lösen. Verarschen kann ich mich alleine. Kommt schon. Boah, gleich mal wieder ein ganzes Magazin geleert. Puh. Da kommt keiner durch, alles klar. Gut. Langsam komme ich wieder ein bisschen in die Spur. Ah. Sehr schön. Hast du irgendwas für uns? Nö, sieht nicht so aus. Na, aufschießen. Oder aufklopfen. So. Das Mädchen hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Ist hier irgendwas? Es sind einfach nur wieder 2 Pfade, die wir gehen können. Oder doch mal einen? Nur einer, okay. Eine Mine gelegt worden. Da links sehe ich noch eine. Tja. Hab ich doch richtig gesehen. So. Allmählich könnte ich mal hier zum Ende kommen. Fragmentation Granate. Okay, ja. Immer mehr davon. Sehr welcome. Wieder ein Rad zum Drehen hier? Ja. Wofür auch immer. Ja.
weiter zum Hochklettern. Aber erstmal sehe ich mich noch ein bisschen um. Ah, von hier bin ich gekommen, dachte ich. Ach, hier ist die Abkürzung jetzt hierher. Alles klar, alles klar. Gut. Leiter. Und da bin ich gekommen, alles klar. Okay. Wollen wir mal sehen, wo es hingeht. Top Secret. Klingt ja schon mal ominös. Nix hier. Hier ist zu. Hinten sieht auch zu aus. So, schön eng hier. Gelbes Licht. Wahrscheinlich hier runter. Ah ja, okay. Puh. Bypass. Fear Point Man has reached the vault. ATC security forces are resisting. Norton Mapes is inside, destroying evidence of Armor Camp's activities. Harlan Wade is inside. Alice Wade has not been found. Primary goal is still to secure Harlan and Alice Wade and to eliminate Paxton Vettel. Norton Mapes heißt also der Fette. Er zerstört Beweise, das Schwein. Harlan Wade war auf dem Screen zu sehen. Hat mich irgendwie als, naja, als Lapdog, also als naja, Hund an der Leine praktisch bezeichnet. Den zeige ich ihnen dann. Den zeige ich eine Leine. So. Hier runter. Auf das Ding. Fetten, glaube ich, gerade erschossen. Harlan Wade. Mann. Das habe ich wieder nicht gesehen. Schade. Ah, hier hätte ich es noch besser erblicken können. Warum ich auch immer so rumtrödeln muss. Ich sehe nie die Sachen, die wichtig sind. Sehen, vielleicht atmet der Fette ja noch, aber ich glaube es nicht. Ja, sieht doch so aus. Fuckhead. He locked you out. The only way in is to divert power to the door. Aha, okay. Die Energie zu der Tür übertragen praktisch. Und er hat ihn als Arschloch bezeichnet, als Fuckhead. Tja, das hättest du aber früher wissen müssen, Dickie. Kann ihn nicht mal von seinem Leid erlösen. Ach, was soll's. Ja. So, Philipp. Kein gutes Kurzzeitgedächtnis. So, haben wir hier irgendwas? Nö, von hier kann man nur runterkommen. Eine Einbahnstraße. Eine Leiter, die nach unten führt. Sehe ich mich aber hier nochmal um. Ob es hier irgendwas gibt, ob hier was rumliegt.
Oh, auf beiden Seiten die Leiter, also runter. Frag mich, ob der jetzt da reingegangen ist, wo Alma wartet. Okay, hier ist nichts weiter außer einer Sackgasse. Der Typ da hinten lebt ja immer noch. So. Hier geht's auch nochmal runter. Da unten gibt's Waffen. Penetrator, ne? Halt dir, du Schwein! Wie denn jetzt aus? So, die Rüstung nehmen wir mal mit. Repeating Cannon. Sag mal her. Ach so, sind nur solche komischen Masken. Ich dachte, das wäre deren wirkliches Gesicht. Repeating Cannon? Etwas stärkere. Wir finden schon noch wieder G2A2, falls uns die hier ausgeht. Aber erstmal will ich hier runter. Da unten gibt es nämlich noch ein Medikit. Habe ich genau gesehen, ey. Repeating Cannon. Ein bisschen Munition dafür ist nicht schlecht. Ah, ferngesteuerte Granate. Setze ich zu wenig ein, wie es scheint. Gut, dann wieder rauf hier. Okay. Hier ist nichts weiter. Auch nicht. Na gut, na schön. So eine Art Aufzug zu sein hier. Wir probieren einfach erstmal die linke Seite. Aha. Das scheint eine Energieübertragung zu sein. Leuchtet schon mal auf. Wahrscheinlich brauchen wir mehr als ein Relay, um die Tür zu öffnen. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach rechts. Na, hier ist nichts weiter. Ah, hier haben wir das nächste. Okay. Die gelben Lampen leuchten schon mal. Sehe ich das richtig? Noch vier weitere Relays? Well. Ich hoffe mal nicht. Aber hier habe ich jetzt nichts mehr verloren. Ein Checkpoint. Okay. Ich würde sagen, ich würde hier schon mal die Episode beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tata!